Es ist ein Bild des Grauens, das sich Petra Nietzsche bietet. Ihr geliebter Zitronenbaum schaut alles andere als glücklich aus. Schildläuse haben sich auf ihm breit gemacht, bevölkern jedes Blatt. Ich bin total sauer, dass ich diese blöden Schildläuse nicht von meinem Baum vertreiben kann. Denn ich habe richtig Angst, dass dieser Baum mir früher oder später komplett eingeht. Auf der einen Seite ist er ja schon total kahl und auf der anderen Seite halten die sich noch. Und unter fast jedem Blatt sitzt so eine bescheuerte Schildlaus und ich kann machen, was ich will. Ich krieg die Dinger nicht weg. Meine allerletzte Hoffnung ist der Pflanzenflüsterer von Maintower. Ich hoffe sehr, dass er mein Bäumchen retten kann, denn ich wäre wirklich sehr traurig, wenn das nicht klappen würde. Hier ist detektivisches Gespür gefragt. Der Pflanzenflüsterer ist in Oberursel angekommen. Er kann sich bis zur Unkenntlichkeit tarnen. Er schleicht sich an wie eine Katze und findet jede Laus. Hallo, Frau Nietzsche. Ich komme hoch. So, Frau Nietzsche, dann schauen wir mal hier Ihr Zitronenbäumchen an, wie das aussieht. Hier sind so Verklebungen, hier sieht man schon die Schildläuse. Ja. Hier an diesem Blatt sehe ich auch, das ist ganz verklebt. Ja. Und diese Verklebungen, ja, das sind die Ausscheidungen der Schädlinge, in dem Fall die Schildläuse. Und da kann man aber schon was machen. Und ich habe auch einiges dabei, um die Schildläuse zu vertreiben aus ihrer schönen Wohnung, weil sie wollen ja hier alleine wohnen, ja, und nicht das Lausparadies Frau Nietzsche werden. Und packe ich jetzt erstmal aus und dann gucken wir mal. Super. In der Tasche ein schier endloses Arsenal an nützlichen und eher unnützlichen Dingen. Jetzt wird den Schildläusen der Garaus gemacht. Ja, als erstes habe ich hier, das sind Stäbchen, die sowohl Dünger sind als auch Schädlingsbekämpfung gegen alle saugenden Schädlinge. Die macht man in den Boden rein und dadurch passiert Folgendes, wenn man dann die Pflanze gießt, mit dem Gießwasser kommt das nach oben bis in die Spitzen, ist sehr effektiv, aber Sie möchten die Zitronen ja ernten und essen. Deshalb würde ich auf alles, was auch nur ein bisschen ansatzweise, ja, nicht so ganz natürlich ist, verzichten. Ich zeige Ihnen was viel Besseres. Und zwar haben wir dann hier, das ist reine Kaliseife aus der Apotheke. Und da machen wir uns eine Mischung, einen sogenannten Sud des Todes. Das giftige Gebräu des Pflanzenflüsterers ist schnell gemixt. Auf einen halben Liter Wasser kommt ein Teelöffel Kaliseife aus der Apotheke. Gut umrühren, damit sich alles auflöst. Zum Schluss noch ein Spritzer Spiritus hinzu, eine tödliche Waffe gegen die kleinen Biester. So, Frau Nietzsche, jetzt haben wir unseren Sud fertig. Jetzt gehen wir zu den Läusen. Und ich höre die schon schreien, weil die ahnen schon, was jetzt passiert. Was wir jetzt machen, ist, dass wir den Baum mit unserem Sud einsprühen. Möglichst auch nur die Blätter, wo wir die Schildläuse sehen. Das sprühen wir halt so ein bisschen. Und was genau bewirkt das nun? Unter den Schilden sitzt die Schildlaus mit ihren Jungen. Das Weibchen sitzt da, legt Eier, die Jungen schlüpfen aus. Und wenn wir das mit der Schmierseife einsprühen, dann verkleben die Atmungsorgane. Dann können die nicht, okay, mehr atmen und ersticken. Und der Spiritus verätzt die noch zusätzlich. Also das ist schon doppelt gemoppelt, okay, und funktioniert ganz gut. Jetzt geht es den Schädlingen an den Kragen. Gleichmäßig wird der Zitrusbaum eingesprüht, der sichere Tod. Und falls nicht, gibt es eine zweite Waffe. Ja, eine andere Möglichkeit, die Schildläuse wirklich effektiv zu bekämpfen, ist Öl. Und zwar ist es da egal, ob wir Olivenöl nehmen oder Sonnenblumenöl. Dann machen wir hier mit den Wattestäbchen ein bisschen Öl drauf und schauen halt, wo die Läuse sind. Und bekämpfen die wirklich punktuell hier auf die Laus drauf, dass die dann keine Luft mehr kriegt und auch erstickt. Das muss man dann ein bisschen öfter machen, so zweimal am Tag, würde ich sagen. Und das über einen Zeitraum von einer Woche. Und dann kann man sicher sein, so die sind jetzt wirklich abgenippelt und da passiert nichts mehr. Gemeinsam wird getupft, was das Zeug hält, damit das Zitronenbäumchen von Petra Nietzsche überlebt. Ja, die sind teilweise ganz schön versteckt. Frau Nietzsche, Ihr Zitronenbäumchen, der kriegt heute von uns das ganze Wellness-Paket, bedeutet, wir topfen ihn um, weil es können auch immer noch hier im Topf in der Erde können Eier sein von den Schildläusen. Und dann krabbeln die wieder hoch und haben das gleiche Problem nochmal. Damit keine Staunässe entsteht, kommen Löcher in den Topf. Steine dienen als Drainageschicht. Mit spezieller Zitruserde gedeiht das Bäumchen ganz besonders gut. Und dann ab ins neue Zuhause.
so, sieht doch super aus. Und wie ist es jetzt mit Gießen? Ein Schuss Zitrusdünger im Gießwasser ist die perfekte Nahrung für den Lieblingsbaum. Mit liebevoller Pflege und den Tipps des Pflanzenflüsterers haben Schildläuse keine Chance. Zitrusgewächse nicht zu warm überwintern. Sie sollten hell und kühl stehen. Bei Schädlingsbefall eine Mischung aus Wasser, Kalischmierseife und einem Spritzer Spiritus herstellen und den Baum damit einsprühen. Alternativ die Schildläuse mit Speiseöl betupfen. Ja, Zitronenbäumchen umgetopft, Läuse tot. Super, ich würde sagen, wir stoßen darauf an. Ich habe Ihnen einen leckeren Zitronensekt mitgebracht. Super, recht herzlichen Dank. Ich möchte mich vielmals bedanken, dass Sie mein Bäumchen zum Überleben bringen. Und ich verspreche Ihnen, wenn die Zitronen dann gelb sind, bekommen Sie welche. Ja, super, da freue ich mich.